unser Nachfolgeteam, Team 7, war ja gestern fleißig, wie wir schon angekündigt haben, und hat seine Übungszeitung gemacht. Rausgekommen ist dabei die Flex. Und weil wir ja immer was zu meckern haben, schließlich sind wir Journalisten, hören wir uns doch heute mal um, wie denn das sagenumwobene Geheimprojekt bei uns angekommen ist. Ich fange mit meiner Kritik einfach mal ganz vorne an. Gut finde ich diese schöne, bunte Titelseite und nicht so gut gefällt mir der Name. Flex erinnert mich doch sehr an eine Bohrmaschine. Also mir gefällt die 2.3 ganz gut. Das Thema Russland aufgegriffen, vor allen Dingen das Layout mit der Matruschka nennt man die, glaube ich, mit dieser Puppe. Und mir gefällt vor allen Dingen, dass die Julia ist selber aus Russland und ich denke mal, dann ist sie auch die Richtige, die das Thema bearbeitet. Ich mache es jetzt einmal amerikanisch, zuerst das Schlechte, dann das Gute. Das Schlechte, es gibt eine Zeitleiste mit Meldungen, die über den Tag eingetroffen sind. Schlecht, 4.59 vom Vortag, das will ich nicht in der Zeitung lesen, das lese ich im Internet. Gut, auf jeder Doppelseite gibt es einen Kommentar. Das ordnet die Nachrichtenlage ein und bildet nicht einfach nur ab, was über den Tag einläuft. Ja, Team 7 hat die Nice-to-Have-Kategorie eingeführt hier in ihrer Flex. Das finde ich ganz gut, sehr nett. Allerdings frage ich mich bei der Empfehlung für ein Segelboot oder eine Yacht für 1,75 Millionen, ob Team 7 mehr verdient als wir. Ich fand die Flex übrigens auch super, weil zum einen erinnert mich diese Farbe und das Flex sehr an ein anderes großes Produkt aus diesem Hause. Die Lux hat sich leider nicht durchgesetzt, war aber auch ein ganz großer Wurf.